wunderschönen guten Tag hier aus München. Ich habe hier ein Buch, Stadt der Kommunisten, also nicht Kommunisten, und was es damit auf sich hat, kann mir mein Gast heute erklären, und das ist Dr. Christa Müller von der Anstiftung. Hallo. Hallo. Kommunisten, was ist das? Ja, Kommunisten sind die, die sich mit den Commons beschäftigen, also mit den Gemeingütern, die zwar nicht wie die Kommunisten mit K sozusagen eine staatliche Organisation und Kontrolle von Gesellschaft präferieren, sondern die auch auf das Kollektiv setzen, aber auf ein leichteres, flexibleres Kollektiv, was sich in der Stadt häufig bildet und was sich auch wieder mit der Natur verbindet. Das heißt, wir sprechen von Projekten wie urbanen Gemeinschaftsgärten oder offenen Werkstätten oder Kartoffelkombinaten, Genossenschaften, solidarischen Landwirtschaften. Das sind alles neue Formen des Sozialen, die ganz stark auf das Kollektiv wieder setzen, ohne sich sozusagen im Kollektiv zu verlieren. Das Thema heute ist Wohlstand ohne Wachstum. Also wenn man sich heute mal alles so anguckt, wir haben die ganze Palette von Überwachung, Drohneneinsätze, Vermögensverteilung, die nicht passt, Ressourcenprobleme, Umweltprobleme. Wir haben Atommüll, das haben wir noch 1 Million Jahre. Es ist eine Konzentration von so vielen Problemen, und die haben Zusammenhänge. Und die werden mitunter an diesem Schreibtisch bearbeitet. Sehe ich das richtig? Ja, also wir beschäftigen uns jetzt nicht in erster Linie mit Drohnen, ja, aber wir beschäftigen uns schon mit der Plünderung dieses Planeten durch eine globale Marktwirtschaft, die immer mehr entgrenzt wird und die immer stärker beschleunigt wird und die sozusagen den Verteilungskampf zugunsten von einigen wenigen Monopolisten führt. Und wir stärken hingegen plurale Praxen. Wir wollen, dass alle möglichen Formen des Wirtschaftlichen und Sozialen zusammenkommen. Wir wollen, dass die Wirtschaft eingebettet wird in die gesellschaftlichen Erfordernisse und vor allen Dingen natürlich angesichts des Klimawandels und der Zerstörung der Welt auch ökologische Praxen und ökologische Lebensstile. Und das bedeutet natürlich insbesondere für uns im Westen, in den privilegierten Ländern, in einer privilegierten Stadt wie München, bedeutet es mit weniger Ressourcenverbrauch, mit sehr viel weniger Ressourcenverbrauch trotzdem ein besseres Leben hinzukriegen, und dafür benötigt man eben Freiräume im öffentlichen Raum in erster Linie, und es geht darum, gemeinschaftlich, also eben kollektiv Formen zu erproben, wo Menschen besser leben können, mehr Zugang haben zu guten Lebensmitteln, zu Freunden, zu ihren eigenen Gefühlen, zu sozialen Netzwerken. Und dafür aber nicht ins Kaufhaus gehen müssen, sondern sich das selber zur Verfügung stellen. Da würde ich gleich gerne praktisch drauf eingehen. Also ich habe gesehen, ihr seid hoch vernetzt und ihr verfolgt auch alle Projekte irgendwie mit, die es hier gibt. Und was kann so jemand tun, der jetzt zuschaut? Also nicht mehr die Möglichkeit hat, irgendeiner prominenten Organisation irgendwie was zu spenden und zu sagen, die retten jetzt die Welt, sondern wie kann ich ganz praktisch, ganz konkret in meinem Lebensumfeld Veränderungen herbeiführen und mich dabei auch noch wohler fühlen, also so dass es mir besser geht. Ja, es kommt ja darauf an, warum es mir nicht so gut geht, aber wenn mir zum Beispiel der Zugang zur Natur fehlt oder wenn mir das Geld fehlt, um Bio-Lebensmittel zu kaufen, dann kann ich natürlich wunderbar mich an einen urbanen Gemeinschaftsgarten andocken, in Berlin auf dem Tempelhofer Feld, auf dem Allmende-Kontor mit Gärtnern oder auch die Organisation mit weiter gestalten und ausdifferenzieren, oder in München gehe ich zum Gemeinschaftsgarten Obpflanzt ist. Das ist ein Gemeinschaftsgarten, der komplett aus recycelten oder herumliegenden Materialien aufgebaut wurde und eine ganz neue Architektur entstanden ist. Es ist einfach auch faszinierend, in so einen Raum zu gehen und zu sehen, ja, da wird aus Europaletten, aus Einkaufswegen, aus Gummireifen werden Beete gebaut. Die Leute haben sich kleine Gewächshäuser gebaut, wo auch Tomaten angepflanzt werden können. Und es geht auch darüber hinaus. Es machen auch eine Menge Leute mit, denen
einfach das Geld fehlt und die dann aber über eine Kooperation mit einem Bioladen oder einer Vollkornbäckerei auch Dinge, die abends übrig geblieben sind, sich da holen können. Und zwar nicht, als wären sie sozusagen bei der Tafel, wo man sich ja vielleicht nicht so wohl fühlt, weil man in einem Verhältnis steht, wo jemand gibt und ich nehme nur, sondern es geht tatsächlich um den Austausch, um das Geben und Nehmen. In diesen Projekten herrscht auch Großzügigkeit. Es geht darum, das, was ich kann und was ich weiß, einzubringen. Die einen können das eine, die anderen können das andere. Und das ist insgesamt ein gutes Klima. Also es geht nicht nur in erster Linie darum, gemeinsam Gemüse anzubauen, sondern da wächst viel mehr daraus. Ja, also es geht, das, was in der Praxis von so einem Gemeinschaftsgarten entsteht, geht weit hinaus über den Anbau von Gemüse. Für manche geht es um den Anbau von Gemüse. Aber manche wollen damit auch mit der Stadtplanung kommunizieren. Die wollen auch Signale setzen, und zwar darüber, dass sie diesen Raum gebaut haben, dass sie sagen, die Stadt kann auch ganz anders aussehen. Die fordistische Stadt, die ja die Industriegesellschaft noch geprägt hat, die ja im Grunde genommen schon hinter uns liegt, die fordistische Stadt war eine autogerechte Stadt, war eine Stadt, die funktional getrennt war zwischen Arbeiten, Wohnen, Freizeit, hin und her fuhr man mit dem Auto. Und heute ist es so, dass die ersten Ansätze dafür entstehen, das alles wieder zusammenzubringen und zusammenzudenken, sowohl aus ökologischen Erfordernissen. Das hat zum Beispiel auch ein Stadtplaner wie der Uli Hellwig aus Hamburg bei der IBA gezeigt hat für Wilhelmsburg. Da geht es darum, dass die Stadt, der Stadtteil, der dort neu gebaut wird, sich als ein selbstversorgender Stadtteil versteht, dass es darum geht, Nahrungsmittel wieder auf den Dächern anzubauen, für und den unmittelbaren Gebrauch und auch Energie selber herzustellen. Das ist eine neue Idee, das ist eine postindustrielle Idee und die wird auch von den Projekten aufgegriffen. Wie reagieren die Kommunen drauf? Eher offen oder vorsichtig? Beides. Es gibt Kommunen, die sehr offen sind, die sagen, was, wir haben immer noch keinen Gemeinschaftsgarten hier bei uns. Berlin hat doch schon so viele, Berlin wird schon die Hauptstadt der interkulturellen Gärten und der urbanen Gärten genannt. In München gibt es Krautgärten, das ist ein städtisches Projekt, aber es gibt eben auch die Independent-Projekte, die nicht in erster Linie Selbsterntegärten sind, sondern Orte, wo Nachbarschaften zusammengeführt werden, wo Leute sich treffen können, wo sie selber was bauen können, wo man selber machen kann. Also do it yourself. Das ist ein ganz großes Bedürfnis, das eben angesichts der Konsumgesellschaft, die genau dir zeigt, was du konsumierst und wie das funktioniert, du kannst es nicht mehr öffnen, die Leute verlangen Zugriff. Das ist eine neue, junge Generation, die Zugriff will. Das ist die sogenannte Generation Y, die weder von der Stadt sich vorschreiben will, wie es aussieht dort, wo sie wohnen. Sie wollen selber pflanzen, selber gestalten, Möbel auf die Straße stellen, mit Leuten zusammen was machen. Da ist es manchmal schwierig. Da müssen Planer umdenken und da müssen Verwaltungen umdenken. Aber ich denke, das wird auch in Zukunft geschehen, weil die Projekte selber sind häufig so freundlich und so spektakulär und sie sind eben nicht, es ist nicht eine Generation, die wie früher noch in den 80er Jahren gegen die kompakten Strukturen anlaufen und dagegen sind, sondern das ist eine Generation, die die Dinge schöner macht, die sehr freundlich auf die Welt sieht. Ist das eine Form des Widerstands? Es ist eine Form des Protestes und es kann gar nichts anderes sein als eine Form des Widerstandes, weil wenn ich mein Gemüse selber anbaue und es nicht von Monsanto Saatgut im Supermarkt, wo nur 2 oder 3 Sorten da sind, kaufe, dann ist es natürlich eine Form des Widerstandes gegen die globale Nahrungsmittelproduktion. Wenn ich über vegetarische oder vegane Lebensweisen in solchen Projekten diskutiere und weniger Fleisch essen will, dann ist das eine Antwort auf die Massentierhaltung und auf die Tierquälerei. Es ist nicht einfach nur, ich bin dagegen, ja, das ist ein Statement, sondern ich versuche Wege zu finden, wo wir mit den Tieren uns verbünden können, wo wir anders mit den Tieren umgehen. Was mir Freude macht, also dagegen ist, wie ich finde, immer so ein bisschen trostlos und ein bisschen humorlos. Ja. Ja. Und da kann man ganz praktisch was erleben und es macht Freude. Das ist die eine Sache mit den Gärten. Was gibt's noch? Was kann man noch tun? Ich kann sagen, was wir als Anstiftung auch noch fördern und unterstützen. Wir sind seit Januar die bundesweite Koordinierungsstelle für Repair-Cafés. Das ist auch eine Form von Widerstand.
Das ist nicht etwas, geht kaputt, okay, ich bringe es zurück in den Laden und die sagen, nee, das lohnt sich nicht, Sie müssen selber, Sie müssen am besten was Neues kaufen. Nein, die Leute gehen in ein Repair-Café, wo welche sitzen, die was können, die vielleicht schon Rentner sind oder arbeitslos, die auf jeden Fall Zeit haben. Und ich komme dahin mit meinem Föhn oder mit meinem Toaster und sage, hier kaputt, meine Lampe. Und dann sitzen welche, die können tüfteln und die machen es nicht für Geld, sondern die machen es, weil sie es können und weil sie das Können weitergeben wollen. Weil sie auch natürlich sagen, wir können auch der Obsoleszenz, der geplanten Obsoleszenz ein Schnippchen schlagen. Produkte, die gebaut werden, damit sie nach der Garantieablauf schon kaputt gehen, damit die Leute immer weiter kaufen, immer weiter Ressourcen verbrauchen. Und das sehen einfach viele Schichten und milieuübergreifend, viele Menschen sehen, dass das nicht gut gehen kann, dass wir als westliche Hemisphärenbewohner zu viel verbrauchen und dass die Erde nicht genug zur Verfügung hat. Und es ist auch viel schöner, sich mit dem zu verbünden und verbinden, was da ist. Das kann die Natur sein, das können andere Leute sein, das kann mein eigenes Können und Wissen sein, das kann aber auch mal die Zeit sein, die ich habe, um einfach irgendwo zu kontemplieren, in einem urbanen Garten zu sitzen und einfach mal einen Tag zu sehen, was passiert hier, die Bienen werden gehalten, es werden wilde Ecken gebaut für Tiere, die sieht man vielleicht dann auch, und einfach wirklich zu entschleunigen. Diese Orte sind auch Orte der Entschleunigung, und auch Entschleunigung ist in dem Sinne, kann es Widerstand sein, weil der Kapitalismus beruht auf permanenter Beschleunigung. Wir können Transaktionen, finanzkapitalistische Transaktionen innerhalb von Sekundenbruchteilen heute beobachten. Die werden vollzogen, wofür früher ein Tag gebraucht wurde. Und das sind natürlich alles Dinge, die hier produktiv unterlaufen werden. Man macht es anders, man guckt dem Gemüse beim Wachsen zu, man zeigt den Kindern, woher kommt das Essen, man sensibilisiert auch in Kreuzberg oder in Neuperlach, in Stadtvierteln, wo nicht privilegierte Menschen leben, geht es darum, auch den Kindern beizubringen, was können wir alle tun, um die Erde für zukünftige Generationen und für alle, die hier leben, auch zu erhalten. Also es geht wirklich mehr zurzeit darum, in diesen neuen Bewegungen sich zu verbinden und nicht sich abzuschotten und abzugrenzen. Also es macht mir gerade eine gewisse Freude, nicht wieder ein Gespräch zu führen, wo man frustriert sich gegenseitig bescheinigt, es geht höher, schneller, weiter und wir wachsen, bis wir sterben, sondern es sind wirklich Lösungswege da. Und die sind kreativ und du hast Kartoffelkombinat gesagt, das würde ich gerne. Geht es um Kartoffeln, oder? Ja, es geht auch um Kartoffeln, aber es geht auch darum, das ist eine Genossenschaft, auch eine junge Genossenschaft, die hat sich in München gegründet. Und da geht es darum, dass Leute aus der Stadt auf der einen Seite sagen, wir wollen regional und saisonal uns ernähren und wir wollen aber auch mitbestimmen, was angebaut wird. Die haben sich mit einer Gärtnerei zusammengetan. Die Gärtnerei wird wahrscheinlich, es sind schon über 400 Haushalte beteiligt, wird wahrscheinlich demnächst auch übernommen von der Genossenschaft. Und dann kann man sich überlegen, was bauen wir an zusammen. Es wird eine Versorgungsstruktur gebaut, eine lokale Versorgungsstruktur. Und wenn das erprobt ist, dann kann man auch für andere Produkte, die wir zum Leben brauchen, nicht nur Gemüse, sondern vielleicht auch Kindergarten, Pflege, Bier, Brauerei, was auch immer. Man kann sich halt Produkte suchen, die wir konsumieren, und sich nach und nach unabhängiger machen von Verteilungsstrukturen, die uns nur zu passiven Konsumenten machen. Und daran haben viele Leute Spaß, sich auch ein bisschen zu emanzipieren von dieser passiven Haltung, die vorgesehen ist. Und natürlich ist das auch eine Form von Widerstand, weil es auch wieder ein Unterlaufen ist von kapitalistischen Logiken. Niemand kann hier komplett aussteigen. Alle sind auch angewiesen auf Gelderwerb und trotzdem entstehen aber plötzlich so kleine, hell beleuchtete Orte. Man irritiert massiv auch Wirtschaftskreisläufe, oder? So. Ja, und man irritiert auch Vorstellungen vom Homo economicus, diese immerwährende Behauptung, der Mensch ist nun mal auf Konkurrenz ausgerichtet, das gehört zur Natur des Menschen, das wird unterlaufen. Der Mensch ist ein Homo cooperans auch.
Das wissen wir ja auch mittlerweile, dass wir uns besser fühlen, wenn wir kooperieren, wenn wir nicht in Auseinandersetzungen mit anderen oder in Abgrenzungen uns bewegen, sondern wirklich auch ja, gemeinsam, das gemeinsame Sehen, das gemeinsame Suchen und nicht die Unterschiede. Und das eben auch nicht zu gucken, was haben die anderen für Defizite, sondern welche Ressourcen bringen die mit, was können die beitragen. Das sieht man sehr schön auch in interkulturellen Gärten, wo viele Flüchtlinge mitmachen, die vielleicht noch kein Deutsch können, die zum Teil Analphabeten sind, die aber wunderbar anbauen können und anderen auch zeigen können. Die sowas können. Und dieses Wissen und Können, was in unserer Wissensgesellschaft ja gar nicht gefragt wird, da ist ja ein ganz anderes Wissen gefragt, weil dieses Wissen ist nicht vermarktbar. Aber in diesen Projekten spielt es eine wichtige Rolle und das führt dazu, dass die Leute einen Respekt erfahren, den sie sonst nicht erfahren würden, weil sie denken, sie sind nicht so viel wert. Und wir sind aber in Zukunft total darauf angewiesen, dass sich gerade Menschen, die weniger privilegiert sind, die weniger Chancen im Leben hatten, dass die sich auch gemeint fühlen, weil wir werden in Zukunft mit weniger Wohlstand auskommen müssen. Da folge ich ganz Nico Pech und seinem Ansatz von der Postwachstumsökonomie. Und dafür müssen wir aber jetzt schon Experimentierorte bauen und schaffen, um herauszufinden, wie das eigentlich geht und wie das funktioniert. Ja, es wurde gesagt, die weniger Privilegierten. Ist es vielleicht sogar nicht so, dass man, dass um sich zu integrieren, das Gebrauchtwerden viel wichtiger ist als das Integriertwerden, so im alten Sinne? Also, dass die Leute, dass man sagt, wir brauchen dich jetzt und wir brauchen deine Erfahrung, wir brauchen dies, also dieses Fordernde und Sog-Auslösende. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Erfahrung, die Menschen machen. Und Menschen, die diese Erfahrung nicht machen, reagieren ja häufig auch amokartig. Das muss jetzt gar nicht großartig mit Gewehr sein. Aber es gibt ja sehr viele isolierte Existenzen, die einfach kein schönes Leben führen, weil man nichts für sie vorgesehen hat. Und natürlich führt auch die zunehmende Ökonomisierung und Privatisierung aller Lebensbereiche, die ja durch sowas wie ein EU-Freihandelsabkommen noch stärker forciert wird, ja, dass wirklich nur noch das, was ökonomisch verwertbar ist, auch überhaupt existent ist und gewertschätzt wird. Das führt natürlich dazu, dass diejenigen, die da nichts anzubieten haben, sich auch entsprechend nicht gesehen fühlen. Und wir haben zunehmend Probleme mit Depressionen, mit Krankheiten, mit Leuten, die einfach aus der Spur laufen, weil sie irgendwie nicht gesehen werden. Und wenn die Respekt erfahren über andere Fähigkeiten, die sie vielleicht haben und mitbringen, also ressourcenorientiert, dann hat das auch sozial eine ganz wichtige, ja, das ist einfach eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, mit weniger Ressourcen auszukommen. Für alle, die sagen, es macht eh alles keinen Sinn, das ist nicht mehr aufzuhalten und so weiter, frage ich einfach mal eine Expertin, die jeden Tag an einen Schreibtisch kommt, die zu großen Zusammenhänge sieht und vor allem die ganzen Katastrophen sieht und die Entwicklungen sieht. Was bringt eine Christa Müller dazu, am nächsten Tag aufzustehen und immer noch motiviert an die Arbeit zu gehen? Also gibt es Hoffnung erstens und lohnt sich die Arbeit? Ja, also für mich lohnt sich die Arbeit sowieso. Ich gehe eigentlich jeden Tag total gerne hierhin in die Anstiftung. Wir haben tolle Räume, wir haben tolle Kollegen und Kolleginnen. Es macht Spaß, mit den Projekten zusammenzuarbeiten. Es macht Spaß, in einem wissenschaftlichen Kontext die Thematik der Subsistenz weiterzuentwickeln und neu aufzusetzen. Das ist für mich ist es überhaupt keine Frage. Ich sehe ja, dass das, was wir tun, Sinn macht. Und ich glaube, die Suche nach Sinn, die ist natürlich in uns Menschen auch angelegt. Und wenn man, das ist ein Privileg, dass man eine Arbeit machen kann, die Sinn macht und die gut ist für andere. Wir können Projekte unterstützen, wir geben Geld, wir veranstalten Seminare, wir machen Workshops, wir treffen uns mit anderen in Sommercamps, wir können die Kosten übernehmen, wir haben einfach das Privileg, dass wir jedes Jahr eine Menge Geld haben, die wir in diesen Bereich investieren können. Und das ist natürlich toll, dass wir etwas geben können. Aber wir geben ja auch nicht nur materielle Mittel, sondern wir geben uns auch eigentlich ganz. Also alle, die hier arbeiten, arbeiten auch mit totalem Engagement und
alle brennen für die Arbeit und machen die mit sehr viel Leidenschaft. Und das ist natürlich auch, was mich persönlich betrifft, etwas, das ist eine ganz große Kontinuität in meinem Leben. Ich habe mich schon in meinem Soziologiestudium mit Kleinbauernbewegungen im globalen Süden beschäftigt und mit der Wichtigkeit von Subsistenzproduktion. Und von daher ist es für mich einfach eine Kontinuität, dass ich das Thema eigentlich als mein Lebensthema begreifen kann und hier auch in die Anstiftung einbringen kann. Also für mich hört es sich wie Rock'n'Roll an, also nur irgendwie eine ganz neue Form davon. Und also ich bin erstmal froh, dass ich jetzt einige Punkte bekommen habe, wo ich auch ganz praktisch selber mich betätigen kann. Ja. Ich will noch ein Stichwort nennen, nämlich reparieren. Kann man die Welt reparieren? Ja, das ist so eine These, die wir in Stadt der Kommunisten, meine Kollegin Andrea Bayer, Karin Werner und ich auch aufgestellt haben und an der wir auch weiterarbeiten werden. Weil unsere Einschätzung ist, dass es eben nicht darum geht, eine Revolution, die Zerstörung, Zerschlagung der gegenwärtigen Gesellschaftsformation, das ist nicht das, was ansteht. Weil Zerstörung ist sowieso schon das Prinzip, nachdem der Kapitalismus auch funktioniert. Der Kapitalismus hat ja diese beiden Seiten. Der ist natürlich ungeheuer produktiv, was die Entwicklung und Entfaltung der Produktivkräfte betrifft, wie Marx und Engels das ja im Kommunistischen Manifest auch so wunderbar beschreiben. Aber er hat eben auch diese unglaublich destruktive Seite, dass die Natur geplündert wird, dass Menschen ausgegrenzt werden, dass Sklaverei im 21. Jahrhundert eine Grundvoraussetzung ist dafür, dass wir diese elektronischen Geräte nutzen und so weiter. Das sind ja alles Zusammenhänge, die uns heute sehr viel klarer und deutlicher werden. Und das ist eben diese destruktive Dynamik. Und niemand würde heute sagen, wir können sozusagen das alles hinwegfegen und zerstören und dann neu drauf aufbauen, also Festplatte löschen, sondern es geht darum, eine feinsinnige Form zu finden, in dieser Welt, die so totalitär ist, in diesem Wirtschaftssystem, das auf der einen Seite totalitär ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch bestimmte demokratische Freiheiten in diesem Land zumindest ermöglicht, Nischen zu finden, Orte zu finden, in denen was Neues entwickelt werden kann. Und das sind Experimentierräume und Laboratorien. Und die finden insbesondere auch in den Großstädten im Moment statt. Die Großstädte sind dabei, es gibt so ein Buch, das heißt If Mayors Ruled the World, wenn Bürgermeister die Welt retten würden, die Welt regieren würden von, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Es gibt dieses Buch If Mayors Ruled the World und darin wird eigentlich beschrieben, dass die Städte sehr viel stärker konfrontiert sind mit den Folgen des Klimawandels und der globalen Krisenformationen unterschiedlichster Art. Und in den Städten passiert tatsächlich ganz viel Neues. Bürgermeister denken wahrscheinlich oft auch nicht in Legislaturperioden oder Quartalzahlen. Ja, die denken vor allen Dingen nicht in Parteiräson, sondern die müssen sehen, das sind die Probleme, die liegen vor meiner Haustür und die muss ich jetzt lösen. Deswegen hat eine Stadt wie New York zum Beispiel gesamten Grünflächen vernetzt, weil demnächst kommt eine große Flut das Wasser muss ablaufen können. Und die fangen an zu entsiegeln. Hamburg ist auch so eine Stadt, die liegt am Meer. Die fangen an zu entsiegeln und wollen einen großen Teil der städtischen Flächen in Grünflächen verwandeln und entsiegeln. Und das ist eine Notwendigkeit. Und die Wildtiere halten Einzug in die Städte. Das ist auch ein weiteres Beispiel dafür. Und die werden zum Teil willkommen geheißen. Man verbündet sich mit Wildtieren plötzlich auf eine Weise. Es gibt neue Natur-Mensch-Konstellationen, die sich im 21. Jahrhundert herausbilden. Und das sind für mich alles Hoffnungsschimmer, weil es zunehmend Menschen gibt, die diese strenge Trennung zwischen Kultur und Natur, wie sie auch die Industriegesellschaft ausgezeichnet hat, unterlaufen, durchbrechen und mit anderen Praxen auch ein anderes Verhältnis zur Natur in die Welt bringen. Ich habe das Gefühl, wenn man genau hinhört, wird es sehr revolutionär. Also Motto könnte lauten, Gemüsepflanzen ist deutlich gefährlicher für das System als Autos anzünden. Kann man das so sagen?
Weiß ich nicht. Aber es könnte sein, ja, es könnte sein, dass das so ist. Vielen herzlichen Dank, Christa Müller. Ich nehme sehr viel Leidenschaft mit und sehr viel Lust am Tun. Zum Schluss nenne ich immer noch drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Glück. Glück ist, im Frühjahr an der Isar zu sitzen und auf den grünen Fluss zu schauen. Wasser. Wasser ist für mich die Isar. Es ist ganz viel die Isar. Ja, total. Meine große Liebe. Der dritte Begriff, witzig, wollte ich sagen. Liebe. Ja, es ist Verbindung. Verbindung zur Welt, zu anderen Menschen und zur Natur. Es ist in Verbindung sein. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Der nächste Gast ist auch ein Revolutionär. Er trommelt mit Kindern an Schulen und schafft Verbindung. Der Percussionist von BAF, Mario Agondonia. Bis zum nächsten Mal.